Herzlich willkommen zum fünften Highlight von BlickShift Analytics. Mein Name ist Michael Raschke. BlickShift Analytics bietet Ihnen ein mächtiges Werkzeug zur effizienten Analyse Ihrer Daten. Die Workflows. Was ist ein Workflow? In einem Workflow analysieren Sie Ihre Daten Schritt für Schritt und führen dazu einzelne Aufgaben hintereinander durch. Abschließend erhalten Sie das Ergebnis. Diese Arbeitsweise wird durch BlickShift Analytics direkt unterstützt und wird in der grafischen Benutzeroberfläche abgebildet. In diesem Beispiel zeigt die Spalte Modul die aktuelle Verkehrssituation und es soll eine numerische Spalte statistisch untersucht werden. Dazu haben wir folgenden Workflow aufgebaut. Auf den importierten Daten wird mit Hilfe der Value Search nach Abschnitten gesucht, auf diesen eine Statistik berechnet und anschließend mit einem Diagramm visualisiert. Wir starten mit Modul Nr. 2 und das Ergebnis der Value Search wird in den Visualisierungen hier dunkelgrau hervorgehoben. Nun kann ich ganz einfach zum Modul Nr. 4 springen, zum Modul 6, zum Modul 8 oder zum Modul 10. Und automatisch wird das Ergebnis der Statistikberechnung im Diagramm aktualisiert. Habe ich einmal diesen Workflow definiert, kann ich ihn ganz einfach auch auf weitere Datensätze anwenden. Und das funktioniert ganz einfach dadurch, indem ich den neuen Datensatz mit meinem Workflow in der grafischen Benutzeroberfläche verbinde. Und dann kann ich wieder effizient nach den einzelnen Modulen suchen.